Feuerwehr-TV wird Ihnen präsentiert von der Unfallkasse Hessen. Spannende Unterhaltung mit Feuerwehr-TV wünscht Ihnen die Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Liebe Zuschauer von Feuerwehr-TV, Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Das ist eine goldene Regel und die gilt vor allem auch für die Feuerwehr, denn wenn irgendwann kein Nachwuchs mehr da ist, wer soll da die Brände löschen? Darum kümmern wir uns heute und deswegen sind wir am Taunus in Hofheim-Marxheim und neben mir steht Christine Meiners. Sie ist die Kinderfeuerwehrwartin hier für die Freiwillige Feuerwehr Marxheim. Grüß dich, hallo. Hallo. Wir sehen es schon hinter uns. Es ist ein bisschen Gewusel bei euch hier auf dem Vorplatz. Was passiert hier genau? Also heute haben wir vor, für die Kinderflamme zu üben. Das ist letztendlich das Kinderfeuerwehrabzeichen. Das findet einmal im Jahr statt. Und wir wollen ja logischerweise, dass unsere Kinder hier auch vorbereitet sind und wissen, was sie tun. Und deswegen üben wir einfach anhand von mehreren Stationen. Die Flamme, das ist jetzt vielleicht nicht jedem Zuschauer bewusst. Was ist das genau? Ist das eine Auszeichnung? Ist das ein Abzeichen? Also in dem Fall ist es ein Abzeichen, wo die Kinder in jeder Altersstufe, also 6, 7, 8 und 9 Jahre, jeweils ein Abzeichen bekommen. In dem Fall also entweder 1, 2, 3, 4, also man zieht es an den Stufen. Und das dürfen sie dann für die Zukunft haben und haben dann so kleine Pins letztendlich an ihren Overalls, die sie ganz stolz herumtragen können. Jetzt habe ich gerade schon, ja, den Nachwuchs angesprochen. Das ist ja bei vielen Institutionen oftmals ein Problem, wenn von unten nichts nachkommt. Wie sieht das hier bei euch in Hofheim oder auch speziell in Marxheim aus? Also es funktioniert sehr gut bei uns. Also jetzt nehme ich Marxheim als Beispiel. Wir haben im Jahr locker 5 Kinder, die immer auf die Jugendfeuerwehr übergehen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Stadtweit haben wir sogar eine sehr alte Kinderfeuerwehr, wo die ersten Kinder auch schon in der Einsatzabteilung sind, was sehr lustig ist, beziehungsweise auch die Jugendfeuerwehr aus vielen Kindern aus der Kinderfeuerwehr stammt. Und nein, es funktioniert sehr, sehr gut. Also wir halten sie auch sehr gut bei der Stange hier bei uns. Es geht hier an verschiedenen Stationen rund. Was sind hier so die Übungsschwerpunkte? Was machen die hier ganz genau? Vielleicht kannst du uns das mal berichten. Kann ich gerne machen. Also letztendlich sind es die einzelnen Stationen der Kinderflamme, die wir hier nachspielen. Also dort drüben sieht man, da geht es ums Schlauchwerfen. Also die letztendlich die Kleineren, die 6-, 7- und 8-Jährigen sollen mit D-Schläuchen versuchen, die Kegel umzuwerfen. Die 9-Jährigen dürfen sich auch schon an den C-Schläuchen, die sie dann später in der Jugendfeuerwehr benutzen, versuchen und auch dort entweder Pylonen umwerfen oder generell in eine Richtung werfen. Also es geht ja in dem Fall eher um den Spaß auch. Dann haben wir auch noch den Hindernislauf letztendlich. Da geht es darum, dass die Kinder Koordination lernen. Das heißt, sie haben Wasserbomben auf Löffeln und müssen in Tempo über diverse Strecken halt laufen und versuchen, diese Wasserbombe heile wieder ans Ende zu bringen, was sie auch gerne machen. Dann haben wir die Station mit persönlicher Schutzausrüstung, wo sie uns erklären, was hat der Feuerwehrmann an, was gehört dazu, was nicht. Also es sind auch falsche Teile drin, wie okay. T-Shirts und Kappen und die schützen uns ja nicht. Sie sollen uns auch erklären, wofür es halt ist. Erste Hilfe, auch ein ganz dickes Thema, Verbände anlegen, Pflaster kleben. Die Kinder wollen helfen und wir bringen es ihnen letztendlich bei. Wenn sie nämlich jetzt irgendwo jemanden sehen, der gestürzt ist, ja, dann helfen sie. Ja? Das ist letztendlich das Ziel dahinter. Und das lernt man hier ja auch. Das lernt Kameradschaft. Man hier, genau. Ja? Kameradschaft, Hilfe, wir sind füreinander da und wir haben keine Berührungsängste. Darum geht's. Keine Berührungsängste gibt es hier anscheinend auch zwischen den Geschlechtern, denn ich habe gesehen, sind auch einige Mädels dabei. Wir haben einige Mädels, wir sind von der Gruppe her gut ein Viertel sind Mädels, heute sind 3 Mädels da und ja. Das gehört dazu. Die Mädels sind genauso die Zukunft. Sie trauen sich immer mehr. Wir sind auch als Feuerwehr recht stark mit Frauen besetzt. Also bei uns ist auch der Schnitt so, 1/4 sind Frauen. Und ja, die Zukunft ist in allen Geschlechtern. Jetzt bleibt eine ganz interessante Frage, die sich vielleicht auch einige Zuschauer zu Hause stellen. Ihr seid hier auf eurem Feuerwehrhof, ja, und die ganzen Kinder am Bespaßen. Was passiert, wenn jetzt innen drin auf einmal die Alarmglocken schrillen? Ja, was dann losgeht, das Chaos wird ausbrechen, aber es wird geordnet sein. Die Kinder werden sich letztendlich sammeln an einer Stelle, wo ihnen nichts passiert. Die
ganzen Ausbilder, die wir hier haben, werden schnell alles irgendwie in den Rasen werfen, damit die anderen Kameraden, die mit dem Auto, Fahrrad oder was auch immer angerast kommen, hier auf den Hof fahren können, damit wir zum Einsatz kommen. Christine, vielen Dank für die ganzen Infos. Hat Spaß gemacht bei euch. Ja? Und, danke, gern geschehen. Und wir schauen jetzt nochmal etwas im größeren Rahmen. Wir schauen jetzt vom Main-Taunus-Kreis mal auf das gesamte Land Hessen. So, wir stehen jetzt hier mit Stefan Kornell, dem ehemaligen Landesjugendfeuerwehrwart und mittlerweile im Arbeitskreis Kinderfeuerwehr. Hallo Herr Kornell, grüß Sie. Hallo, schönen guten Tag. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ja, sehr gerne. Immer wieder schön. Herr Kornell, wir haben gerade die Frau Meiners gehört. Das heißt, hier in Hofheim, Marxheim besonders, ist man richtig zufrieden mit der Entwicklung, was den Nachwuchs angeht. Wie sieht es denn im Land Hessen aus, was die Kinderge angeht, wie wir Hessen sagen? Ja, hessenweit sind wir genauso zufrieden. Also der Bereich der Kinderfeuerwehr boomt nach wie vor und ist wirklich unsere Erfolgsgeschichte, was den Nachwuchs für die freiwilligen Feuerwehren in Hessen angeht. Es war eine der richtigsten und wichtigsten Entscheidungen, die Kinderfeuerwehren auf den Weg zu bringen. Wir haben in Hessen die letzten 5 Jahre tatsächlich pro Jahr 1000 Jungs und Mädchen bei den Kindergruppen dazu bekommen. Wir haben jetzt rund 860 Kindergruppen hessenweit, also im Vergleich zur Jugendfeuerwehr. Die Zahlen habe ich ja noch etwas im Kopf. Also zu den 2200 Jugendgruppen können wir noch ein bisschen expandieren, da sind wir noch ausbaufähig, aber wir haben trotzdem schon über 10.000 Kinder in den Kindergruppen in Hessen. Das ist eine fantastische Zahl. Mhm. Arbeitskreis Kinderfeuerwehr, was passiert da genau? Wer trifft sich da? Ja, der Arbeitskreis Kinderfeuerwehr, den gibt es seit rund 8 Jahren jetzt. Das ist so die Interessensvertretung der Kinderfeuerwehr. Wir sammeln die Schwerpunkte, um was muss man sich auf Landesebene kümmern, damit auch die Kinderarbeit sozusagen in Hessen bei den hessischen Feuerwehren funktionieren kann. Und dann versuchen wir, die Notwendigkeiten auf den Weg zu bringen. Jetzt haben wir hier die Frau Meiners gesehen, junge, engagierte Kollegin. Da wäre jetzt vielleicht die Frage, was muss man denn können, um, ja, jetzt mal ganz salopp gesagt, auf die Kinder losgelassen zu werden? Das sprich, muss man da eine spezielle Ausbildung nochmal durchlaufen oder gibt es da eine Fortbildung, dass man auch sich mit den Kindern beschäftigen darf? Also das Wichtigste bei der Freiwilligen Feuerwehr in allen Bereichen ist natürlich die Zeit. Eine Handvoll Zeit mitbringen, Lust mitbringen an der Arbeit und dann funktioniert das auch. Aber natürlich wollen wir auch inhaltlich eine qualitative Arbeit machen und gucken, dass unsere Kinder vor Ort gut versorgt sind. Das heißt, wir legen schon Wert auf eine gewisse Grundqualifikation. Das ist natürlich im einen der feuerwehrtechnische Bereich, dass unsere Betreuerinnen und Betreuer auch wissen, wie funktioniert Feuerwehr tatsächlich in der praktischen Anwendung. Aber das andere natürlich auch der Bereich der Jugendarbeit. Da legen wir schon ein bisschen Wert darauf, dass zumindest die Hauptverantwortlichen die Jugendleitercard haben. Also ähnlich wie bei der Jugendfeuerwehr, eine Grundqualifikation, damit die Leute auch wissen, was vor Ort gemacht werden kann und eben was auch nicht. Das ist ja noch manchmal noch wichtiger. Das ist auch ein Schwerpunkt des Arbeitskreises Kinderfeuerwehr auf Landesebene. Wir sammeln also die Anforderungen, welche Lehrgänge werden benötigt. Wir machen die Konzepte, die inhaltliche Ausarbeitung und führen die Lehrgänge dann auch durch, so damit die Leute vor Ort gut gerüstet sind. Mhm. Jetzt haben wir uns zum Ende unseres Interviews nochmal um die Erwachsenen gekümmert. Ganz zum Schluss unserer Sendung bzw. des ersten Teils wollen wir natürlich auch nochmal die Kinder zu Wort kommen lassen. So, und hier versuchen sich 3 an der Spritze. Wir kommen mal ganz kurz dazwischen. Vielleicht unterbrecht er ganz kurz. Wir haben hier den Hannes, den Ben und die Marie. Grüßt euch erstmal. Hallo. 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 Was gefällt euch denn hier so in Hofheim bei der Kinderfeuerwehr? Also bei mir war immer schon mein Traum, Feuerwehrmann zu werden. Es ist jetzt auch cool, dass man wirklich Kindern schon mal die Chance gibt, was zu lernen, was man so bei der Feuerwehr macht. Ich finde es einfach cool, dass man einfach das lernt, das alles lernt in kleiner halt, was die Großen halt auch lernen. Ich finde es einfach cool. Und die Christine hat mir erzählt, das ist für euch immer ganz besonders, wenn schon die etwas Größeren von der Jugendfeuerwehr kommen, gell? Weil ihr euch mit denen zusammen in der gleichen Umkleidekabine sogar umzieht. Wollt ihr denn selbst auch später in die Jugendfeuerwehr übergehen? Ja. Ja, weil wenn man halt Feuerwehrmann ist und bei uns zur, dann weiß man, wie man sich auch halt in Brand verhalten muss und halt, dann weiß man auch, wenn beim Nachbar das Haus brennt, dann kann man denen halt auch helfen und so halt. Und dann kann man auch halt gute Sachen machen.
Ja, super. Und Marie, bei dir, die Christine hat mir erzählt, du hast sogar ein paar andere Hobbys von dir aufgegeben, damit du dich auf die Kinderfeuerwehr hier konzentrieren kannst, gell? Was hast du denn sonst noch so gemacht? Ich habe Garde getanzt, ich habe Hip-Hop getanzt, ich war auch reiten und ja, jetzt freue ich mich einfach hier zu sein. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, pumpt ein bisschen weiter und spritzt rum. Und wir verabschieden uns in eine klitzekleine Unterbrechung und sehen uns gleich im zweiten Teil wieder. Ciao. Tschüss, Feuerwehr TV. Gleich geht's weiter mit Feuerwehr TV, präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Jetzt geht's weiter mit Feuerwehr TV, präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Willkommen zurück beim zweiten Teil von Feuerwehr TV. Jetzt wie immer mit dem Sicherheitstipp der Unfallkasse Hessen und unserer Badenixe, Frau Katrin Weiß. Hallo. Hallo. Jetzt sind wir hier vor dem Heuchelheimer Badesee und Sommerzeit ist ja nicht nur Grillzeit, ist nicht nur WM-Zeit, ist nicht nur Schwimmzeit, sondern ist auch eine Zeit, wo extrem viele Unfälle passieren können. Wenn ich da als Privatperson, als Ersthelfer am Start bin, wenn ich da helfe, wenn irgendwas passiert, bin ich da auch über die UKH abgesichert? Ja, so ist es. Also neben den Angehörigen in den Hilfeleistungsorganisationen versichern wir auch Privatpersonen, wenn sie zur Hilfe eilen. Und so ist eben im Sommer, Sie haben es schön gesagt, es wird viel draußen gemacht, es wird geschwommen, es wird gegrillt. Und da kann es eben schnell mal passieren, dass der Grill in Flammen aufgeht und dass eben schnell rundherum alles zusammenkommt, um zu helfen, das Feuer zu löschen. Oder eben auch, dass Menschen, gerade wie hier im See, in eine Gefahrensituation kommen, vielleicht einen Krampf kriegen, sich nicht mehr über Wasser halten können. Und auch wenn dann eine Privatperson eilt, um zu helfen, ist sie über die Unfallkasse Hessen gesetzlich abgesichert. Kommt sowas häufig vor, dass Privatpersonen zu Hilfe eilen? Ja, das kommt regelmäßig vor und das ist ja auch gut so. Aber solche Situationen können eben auch sehr gefährlich sein. Und deshalb ist es wichtig, dass auch die Privatpersonen, wenn sie helfen, richtig abgesichert sind. In welchem Umfang ist man denn abgesichert? Ja, wir als gesetzlicher Unfallversicherungsträger kümmern uns darum, dass der Mensch, der hilft, wie schnellstmöglich wieder gesund wird. Das heißt, wir übernehmen die kompletten Behandlungskosten und auch die Betreuung des Versicherten. Und darüber hinaus erbringen wir auch finanzielle Leistungen, um unsere Versicherten dann auch geldmäßig so abzusichern, dass sie sich voll und ganz aufs Gesundwerden konzentrieren können. Kann man da auch, sag ich mal, kaputte Kleidung, Pflaster, Einsatzmaterial geltend machen? Ja, das kann man auch. Also es immer wieder kommen bei solchen Aktionen eben Klamotten zu Schaden oder dass eben der Verbandkoffer aufgebraucht ist oder der Feuerlöscher leer. Und auch solche Sachschäden, wie wir sie nennen, können die Ersthelfer eben bei uns dann ersetzen lassen. Wir waren jetzt heute in Nordhessen, in Mittelhessen, also rund hier in der hessischen Heimat. Aber wie sieht es aus, wenn das in Spanien beim Badeurlaub passiert? Ist man da auch abgesichert? Ja, Sie werden es nicht glauben, das gibt es wirklich. Auch Unfallanzeigen aus Spanien kommen. Es ist so, dass es in Deutschland in jedem Bundesland einen gesetzlichen Unfallversicherungsträger gibt, wie wir in Hessen die Unfallkasse Hessen. Und die Einwohner des Bundeslandes nehmen den Unfallversicherungsschutz auch mit ins Ausland. Heißt, wenn ich in Spanien am Strand liege und sehe, wie jemand im Wasser ist, der Hilfe braucht und eile hin, um ihm zu helfen, auch dann bin ich gesetzlich unfallversichert. Das ist gut zu wissen. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Tipps oder Ratschläge, die Sie für die Badegäste jetzt hier im Sommer zu Rate haben? Ja, in der Notsituation ist es schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren, aber gerade in so einer Situation ist es wichtig, manchmal kurz vorher noch nachzudenken, die Situation zu überblicken und eben auch für die Helfer wichtig, kein unüberschaubares Risiko einzugehen und dann auch immer noch mal dran denken, die Einsatzkräfte, die Hilfskräfte zu informieren, dass hier eben gerade eine Notsituation am Entstehen ist. Also, wenn man was sieht, eingreifen, aber bei heißem Wetter einen kühlen Kopf bewahren. Das ist die Botschaft des Tages. Vielen Dank, Frau Weiß. Bitteschön. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von Feuerwehr TV. Feuerwehr TV wird Ihnen präsentiert von der Unfallkasse Hessen. Spannende Unterhaltung mit Feuerwehr TV wünscht Ihnen die Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank.